Okay, wir sind wieder da und jetzt kommt Episode 2 von diesem Spiel. Die spiele ich jetzt komplett blind, also die habe ich noch nie gespielt. Welche Elf, wie sieht das denn aus? Aber anscheinend behält man die Waffensysteme von Episode 1. Die Dinger halten ja schon mal ziemlich viel aus. Hier kommen diese ganz komischen Schilde. Die gehen so vor einem her und die kann man, glaube ich, auch irgendwie steuern. Anscheinend gehen die aber nur vor, wenn man schießt. Deswegen habe ich nämlich nur in Demo schon gesehen. Aber nie selber gehabt, weil ich habe das Level ja noch nie gespielt. Mal sehen, was hier so kommt. Anscheinend kriege ich einen M-Laser, was natürlich gut ist. Die Dinger halten ja voll viel aus. Was sollen das überhaupt darstellen? Etwa Panzer oder so? Die schießen ja auch dauernd komischerweise. Jetzt habe ich endlich mal ein bisschen mehr Ammo. Oh fuck. Muss ich schon wieder alles verböllern, aber hier gibt es natürlich wieder welche. Ich habe diesen ganz komischen Schild. Diese Flieger hier müssten eigentlich nach meinem Namenssystem Katharina heißen, weil die sehen genauso aus wie die in Level 1 komischerweise. Und da habe ich die immer so genannt. Und genauso wenig aushalten tut sie anscheinend auch, lol. Weil diese komischen Panzer, die da dran kommen, die sind ein Problem. Weil die halten ja mal ewig viel aus. Die brauchen sämtliche Ammo und bringt dafür überhaupt nichts. Wieder so ein voll nutzloser Seitwärtsschild. Muss ich jetzt anscheinend auch noch nehmen. Da hinten kommen noch komische Flieger und feuern daran. Irgendwie erinnert das Level ziemlich stark an Level 1, glaube ich. Nur, dass die Gegner ein bisschen stärker sind. Die auch abschießen? Anscheinend nicht. Verdammt, ich verliere nur meine Striche, weil ich gegen die Wand war. Nee, geht wohl nicht. Also sollte ich es lassen. Und halt immer ausweichen. Kann nicht mal so einfach. Geht das jetzt das ganze Level über so? OMG! Also wie schon gesagt, da ist das total blind Spiel. Hier jetzt, ab diesem Level. Weiß ich natürlich nicht, was da so noch Schwieriges kommt. Da könnten Oberfieslinge kommen. Es gibt hier eigentlich so viele Waffen-Power-Ups. Müsste dann eigentlich auch mehr Gegner geben, damit die sich auch lohnen. Oder vielleicht ist es für, wenn man so komisch ist und auf Hard spielt, damit man seine Waffensysteme wieder kriegen kann. Da die Ammo eh wieder komplett aufgefüllt wird, kann ich jetzt auch einfach Dauerfeuer machen, bis ich das Power-Up habe. Da ist sogar noch ein Waffen-Power-Up, ETF! Was geht? Ach, das ist wohl der Endgegner. Hä, wie kann man den denn besiegen? Muss man den treffen? Was zum Teufel? Hä? Ach, da hinten drin anscheinend. Ja, tatsächlich, man muss die Kanonen treffen. Und wir können die aber anscheinend auch immer nur gerade ausschießen. Und die Raketen von denen lassen sich gleich wegballern. Okay, eine solche Kanone ist jetzt weg. Das ist jetzt schon mal einfacher. Gut, jetzt kommt natürlich noch der Endboss selber, das war auch klar. Und anscheinend hat mich auch noch irgendwas getroffen, keine Ahnung was. Lol. Ich hätte erwartet, dass der Endboss noch irgendwas schießt. Okay, mal sehen, was als nächstes für ein Devil kommt. Machen wir eins, das nicht so dunkel ist zur Abwechslung. Hä, da kommen diese ganz frischen Level 1 Gegner nochmal. Lol. Lol. Da
ganz schwierig. Was soll das denn sein? Ist das etwa ein Remake von Level 1? LOL. Boah, wie schwierig. Tatsächlich. Also gut, ich erwarte natürlich, dass da noch irgendwas richtig Schweres kommt. Sonst wird es ja keinen Sinn machen. Aber bis jetzt scheint es total einfach zu sein hier. Ich überlege nur gerade, wie ich diese Flieger nennen soll. Eigentlich müssten die ja auch wieder Katharina heißen, aber irgendwie bin ich mir jetzt nicht so sicher. Boah, fast hätte mich das getroffen. Die komischen Dinger halten da viel auf, aber wenn man einen M-Laser hat, dann sind die natürlich voll los. LOL. LOL. Du kannst ja gar nicht glauben. Das Level ist ja mal ein Witz. Wenn man hier seine Waffensysteme zurückgesetzt kriegen wird, oder wenn es keine Waffen-Power-Ups auf dem Level gäbe, dann wäre es ja noch einigermaßen schwierig, aber so. So müsste man ja erstmal alle seine Waffen absichtlich wegschießen. Den Waffen-Power-Ups aus dem Weg gehen, damit dieses Level überhaupt schwierig wird. Ich erwarte, dass hier der Endboss kommt. Es gibt ja ultra viele Waffen-Power-Ups. Ständig gibt es zwei auf einmal. Zwei in Episode 1 nicht und da ist schon wieder eins. WTF? Aber ist das Level doch wirklich nicht so schwer, das kann man auch ohne die ganzen Waffen-Power-Ups schaffen. Da war das vorherige schwieriger. Mit diesen komischen Panzern. Kommt jetzt vielleicht endlich mal der Endboss? Das Level ist irgendwie langweilig. Dann C, es kommt wahrscheinlich immer noch lang kein Endgegner. Oder doch? Das ist er. Der kommt mir irgendwie sogar bekannt vor, WTF. Achso, der will einen umrammen mit den komischen Teilen. Verdammt, das schafft er auch noch daran, weil ich nicht aufpasse. Der ist ja mal mies. Gut, ich habe mich getäuscht, das Level ist doch relativ schwer, aber nur wegen dem Endgegner. Ich könnte wetten, dass er noch irgendwas schießt. Wenn dieser komische andere Haken da weg ist. Nee. Verdammt, jetzt habe ich das Waffen-Power-Up nicht mehr gekriegt. Jetzt muss ich das nächste Level mit einem M-Laser starten. Okay, cut.